unser Anliegen ist, dass Sie bei diesen Gelegenheiten, bei diesen Treffen neue Freundschaften bilden, bestehende sich vertiefen und dir jeder gesagt, gut war's. Das ist unser Ziel. Tolle Ausstellung, ein traumhaftes Ambiente hier auf Hohenwerfen. Ich habe gehört, 8 Ausstellungen hast du mittlerweile organisiert, hier die erste auf der Burg. Wie kam es dazu? Ja, wir haben frühe Ausstellungen in Halle gemacht. Das waren also von der Fläche her größere internationale Ausstellungen. Und eigentlich wollte ich keine Ausstellung mehr machen, aber im Club war der Wunsch da und ich bin an dieser wunderschönen Festung Hohenwerfen täglich 2-mal vorbeigefahren, einmal zur Arbeit, einmal zurück von der Arbeit und die Burg schaut immer anders aus, bei Sonnenuntergang, bei Nebel, das Mystische. Und so seit 10 Jahren habe ich die Vision drinnen, mal da oben mal eine Ausstellung zu machen, das müsste eigentlich sehr, sehr gut sein. Und durch einen ganz glücklichen Zufall hat sich das dann ergeben, durch den Burgverwalter kennengelernt hat und dann haben wir uns mit dem Land geeinigt und jetzt haben wir es endlich da oben geschafft. Wahnsinn, wirklich toll. Also ich habe auch so mal geguckt, so die Leute, die sind alle sehr, sehr zufrieden und bestaunen die wunderbaren Exponate, die ausgestellt worden sind. Meine erste Frage dazu, alles Österreicher? Na, konzipiert war diese Ausstellung eigentlich typisch für die Burgbesucher. Die Burg hat im Jahr 180.000 Besucher, ist die zweitmeist besuchte Sehenswürdigkeit in Salzburg. Und jetzt in der Nebensaison, wo wir keine Ferien mehr sind, haben die immer noch zwischen 800 und 1.000 Besucher pro Tag. Das war mir mein beruhigendes Kissen, wo ich sage, okay, da könnte sich was rühren. Und was mich wahnsinnig überrascht hat, ich habe im Vorfeld plötzlich Anfragen gekriegt aus Südtirol, aus Deutschland, wo wir sind offen und wir haben schon Zimmer gebucht, wobei es eigentlich für das Regionalpublikum konzipiert war. Okay. Und jetzt überraschend, also es sind derartig viele Gäste aus Italien, aus Deutschland da, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe da nicht sehr viel Platz für Händler. Jetzt habe ich so alte Freunde eingeladen, die Salzburger Ausstellung also seit vielen Jahren begleiten. Ja. Ich habe gesagt, liebe Freunde, ihr kriegt einen Platz von mir, ihr braucht nichts zahlen. Ach. Es ist die erste Ausstellung da, ihr macht entweder ein gutes Geschäft oder gar keins, das ist der Deal. Ja, ich glaube, das läuft ganz gut hier oben. Ja, die Händler also, haben heute am zweiten Tag fast keine Ware mehr. Ja, so sieht es aus. Also, das haben wir also auch schon festgestellt, ja. Das ist doch prima. Ja. Was will man mehr? Ja. Also, das ist ja ein unheimliches Kompliment auch. Ne? Ja, jetzt ist ja die Ausstellung nicht nur rein Bonsai, sondern Kusamono haben wir gestern schon gesehen, ganz toll. Ja. Und dann haben wir da noch hölzerne Puppen. Ja. Fantastisch. Kukishi. Kukishi. Wir haben Freunde vom Bonsai Club St. Giorgio. Das ist bei Udine. Und dort machen wir 3-mal im Jahr einen Workshop. Und einer, der dort dabei ist, der Michele, sagt irgendwo beim Essen, oh, meine Frau sammelt japanische Puppen, die nehmen wir aber gut, japanische Puppen. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, ja, und sind sehr teuer und eine spezielle, sind doch das Interesse erwacht, so wie schaut man die aus, Foto gesehen, so wie, ja, okay, schauen ganz nett aus, aber so richtig vorstellen wollen wir es nicht können. Und dann hat sie ein Video geschickt und dann hat er gedacht, okay, die werden vielleicht so 10, 15 cm hoch sein, schwierig zu präsentieren. Und dann ist am Donnerstag sind die aufgestellt worden, da war ich nicht da, also in einem anderen Bereich. Da kommt mir einer und diese Puppen haben mich geflasht. Also für mich persönlich fast eines der Highlights dieser Ausstellung. Ja, haben wir auch noch nie mitbekommen, noch nie gesehen, ganz toll. Ja. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich die komplette Ausstellung als super gelungen bezeichnen.
definitiv die letzte Ausstellung? Das habe ich vor dem letzten auch schon gesagt. Wie gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Aber ja, ich habe noch ein Projekt im Kopf, aber das ist noch nicht spruchreif. Aber das wird nicht mehr, das wird ganz was Spezielles, da braucht man jetzt gar nicht drüber diskutieren, weil das muss erst ausbrüten, dieses Ei. Mhm. Okay. Aber die Motivation für uns oder für mich, wieder sowas zu machen, war nicht, dass wir da Bäume ausstellen, sondern die Leute treffen. Ja. Also diese Freundschaften, die sich da bilden, das ist mein Lohn, ja, wenn diese Ausstellung läuft, wenn sie den Leuten gefällt und sich daraus wieder neue Freundschaften entwickeln. Das ist eigentlich die Grundkonzeption und ich glaube auch, dass man diese Salzburg-Gastfreundschaft ein bisschen umbringen. Obwohl es halt stressig ist, aber das ist immer unser Bestreben gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch, für den netten Aufenthalt, für die Einladung hier. Es war ganz, ganz wunderbar. Dankeschön. Und wünsche alles Gute, viel Erfolg und vielleicht doch nochmal ein Wiedersehen bei einer fantastischen Ausstellung. Es liegt an uns, euch zu danken, weil wir, glaube ich, nette Bekanntschaft gemacht haben. Ja, wieder mit dir wieder. Und das ist so mein Lohn. Da bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank. Wir waren sehr gerne hier. Dankeschön. Ja. Also ich habe heute erfahren, dass hier in dieser Ausstellung auch diverse Puppen ausgestellt werden. Und wir haben jetzt hier eine Einsicht auf eine Sammlung von Valentina, die im Moment die Herbstpuppen zeigt. Kann sie mir eine Geschichte über diese Puppen erzählen? Warum sammelt sie diese Puppen? Grazie. Allora, io ho cominciato con una bambola Kopesh. Also sie hat begonnen mit einer Puppe und das war zufällig eine Herbstpuppe mit einem Ahornblatt und von daher hat sie natürlich begonnen, die Puppen zu sammeln. Ja. Una bella bambolina. Vengono rappresentate diverse stagioni sulle bambole. Also sie sammeln natürlich alle Jahreszeiten und es sind nicht nur die Jahreszeiten auf den Puppen zu sehen, sondern auch spezielle japanische Symbole, die man hier sieht und natürlich das macht es dann aus. Quindi non ci sono solo le stagioni, ma ci sono anche altre cose tipiche giapponesi che vengono rappresentate sulle bambole. Eine ganz besondere Puppe wäre dabei, hat man mir heute erzählt. Allora, tra l'altro è la bambola di uno dei miei autori preferiti. Also, ja, sie hat eine hier und zwar die in der Mitte, die wir gesehen haben, das ist eine ganz, ganz besondere Puppe und die stammt eigentlich vom einzigen Japaner, der sich als Meister der Kokeshi nennen kann, ja. Dal prefetto del Giappone, diciamo, come maestro. Il Giappone l'ha riconosciuto come maestro delle Kokeshi. Sì, è tutto fatto con pezzi di legno. Il toro viene usato il torno. Diese Skulpturen oder diese Puppen werden natürlich von von Bildhauern, also auf Drehbank, werden sie gedreht oder geschnitzt und werden dann zusammengesetzt. Aber sie sammelt hauptsächlich Puppen von Berühmtheiten, die bereits schon verstorben sind. Also es sind alles ältere Exemplare, die sie hier sammelt. Vielen herzlichen Dank, das war sehr toll, hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, vor allen Dingen diese wunderschönen Objekte hier zu sehen. Wirklich einzigartig, ich bin total begeistert.
Grazie mille a voi per aver apprezzato. Grazie. Danke. Ich darf euch aufs Allerherzlichste noch einmal willkommen heißen, ihr lieben Bonsaianer. Und gestern war kurz im Prinzip auch schon der Eingang der, dass ich euch begrüßt habe. Aber es waren natürlich nicht alle dabei, die heute dabei sein können. Also ich kann nur sagen, ich bin stolz darauf, dass mir das gelungen ist, meine Ehre, euch auf die Burg zu bekommen. Und ich glaube, dass das eine ganz tolle allgemeine Situation ist. Erstens nicht nur tolle Ausstellung, sondern auch, es ist eine große Freude, tolle Menschen kennengelernt zu haben und noch zu dürfen. Ich hoffe, ihr fühlt euch genauso wohl auf der Burg. Und ich möchte einfach Danke sagen dafür, dass ihr da seid und einfach, dass es so einen tollen Zusammenhalt gibt, das hätte ich mir nicht erwartet. Ja. Und das muss ich sagen. Ja, wir stehen hier zusammen vor einem wunderschönen Baum, genannt Zwergblauregen oder? Zwergblauregen oder Miletia japonica Himfuji Dwarf. So heißt er ganz genau. Ja, hervorragend. Ich hätte jetzt glatt damit gerechnet, dass Wisteria kommt. Nein. Die Zwergwisteria, ja. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Ich habe den Baum jetzt seit circa 11, 12 Jahren. Haben von unserem ältesten Clubmitglied übernommen, dass sie krankheitsmäßig und altersmäßig nicht mehr konnte. Jetzt hat sie die ganzen Bäume alles im Club aufgeteilt. Wir haben sie dann noch drei gekauft von ihr. Und ich habe eben das Glück gehabt, dass ich bei der Wisteria sofort gesagt habe, ja, die will ich und die muss ich haben. Und die haben wir gleich reserviert und haben es gleich auf Zeiten gestellt. Und habe es Gott sei Dank dann auch um einen relativ guten Preis gekriegt.
Sehr schön. Ich habe direkt eine ganz große Frage. Ich kenne Wisteria nur mit Blüten, blau oder weiß. Wie ist das hier mit diesem schönen Stück? Leider blüht das liebe Ding nicht. Die hat noch nie geblüht und wird nie blühen. Das ist eine nicht blühende Sorte, leider Gottes. Blüht auch in Japan nicht. Haben wir schon wieder was dazugelernt. Genau, so ist es. Ja, diverse Titelbilder schmückte dieser Baum bereits und ich habe auch gehört, kommt auch jetzt ein größerer Artikel in die Bonsai Art demnächst, da freuen wir uns schon drauf. Ich würde einfach sagen, wir werden gespannt sein auf den Artikel. Ich freue mich schon drauf und muss sagen, danke der Bonsai Art dafür das Titelblatt, wo ich sehr stolz bin drauf. Das also kann man auch sein. Der erste Österreicher am Titelblatt ist ja auch nicht unbedingt so ohne, ne? Also da habe ich schon eine Riesenfreude gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ja, werden wir sehen über den Bericht, wenn wir ihn mal anschauen können. Da freuen wir uns drauf. Ja, Dankeschön. Super. Vielen Bitte. Dank. Gerne. Genau. Woran erkenne ich jetzt, dass das eine alte Bepflanzung in dieser schönen Schale ist? Ja, man muss sich das schon so vorstellen. Also zu Beginn ist die Bepflanzung sehr flach und niedrig. Das heißt, das, was hier in diesen 7-8 Zentimetern zu sehen ist, das hat die Pflanze selbst geschaffen. Das heißt, diese Pflanze ist herausgewachsen, ihr geht's gut, deswegen nimmt die an Wurzelmasse zu und sie hebt sich jetzt ab. Das, was an dieser Pflanze das Besondere ist, ist aber nicht nur das Mochikomi, das Alter, sondern das ist auch eine Schale, die nicht einfach zu bepflanzen ist, weil sie ist sehr untypisch. Also generell eine helle Schale, die außerdem sehr, wie soll ich sagen, ausgeprägte Form besitzt, ist in der Kombination nicht leicht. Und da haben wir jetzt eigentlich so ziemlich das Optimum. Wir haben eine alte Pflanze, die wunderbar dem Herbst entspricht, in einer doch ansprechenden oder außergewöhnlichen Schale. Also das ist etwas, was Xamano von der schönsten Seite präsentiert. Und wir wissen auch schon, dass die Jury sehr gut auf diese Pflanze angesprochen hat. Auch die ersten Formbäume und das Konzept Euphorie zu wecken und die Leute dazu zu bringen, zu sagen, was, das ist aber fesch, das möchte ich auch beginnen. Mit einem guten Ton, auch den Grundanlöchern, dass man erhöht ist miteinander, guter Ton, genauso bei Töpfern, Voraussetzungen.